Hallo, mein Name ist Thorsten Butsch und in diesem Video geht es um den sogenannten Wechselstromwiderstand eines Kondensators. Ein Kondensator ist erstmal, wie wir das beim Auf- und Entladen zum Beispiel gesehen haben, in einem Gleichstromkreis nicht besonders spannend. Er hat, wenn er am Anfang noch nicht geladen ist, ist sein Widerstand 0. Wenn er dann irgendwann mal geladen ist, ist der Widerstand unendlich. Also es fließt kein Strom durch. Jetzt ist es aber so, was passiert, wenn man jetzt einen Wechselstrom hat? Das heißt, wenn er praktisch ständig aufgeladen bzw. entladen wird. Und genau das gucken wir uns jetzt mal an. Dazu habe ich hier zur linken Hand eine Grafik. Wir gucken uns erstmal nur die Spannung an. Die Spannung ist hier eine schöne Sinuskurve und ich habe das hier schon mal aufgeschrieben. U von T ist im Prinzip die Maximalspannung, also das, was hier oben ist, einfach mal Sinus Omega T. Es ist halt einfach eine ganz normale Schwingung. Soweit, so gut. Jetzt gucken wir uns mal an, was macht denn der Strom eigentlich? Und das will ich hier praktisch mathematisch angehen, indem ich mir erstmal überlege, wie sieht das Ganze denn aus, wenn ich mir mal aufschreibe, wie das U von T beim Kondensator so aussieht. Das hängt ja von der Ladung ab, die sich zu einem gewissen Zeitpunkt da drauf befindet, also Q von T durch C. Jetzt habe ich da schon das Q drin stehen. Das ist ja super. Ich hätte aber gerne das I, also die Stromstärke. Wenn man sich erinnert, weiß man, dass das ja irgendwie was mit der Ableitung zu tun hat. Das heißt, ich würde jetzt erstmal anfangen und einfach einsetzen. U von T habe ich ja hier oben schon stehen. Also habe ich U Dach mal Sinus Omega T. Das habe ich jetzt von oben einfach abgeschrieben. Und das Ganze ist Q von T durch C. So, jetzt hätte ich allerdings gerne, damit ich das ableiten kann, wäre es natürlich ganz schick, wenn ich das Q von T irgendwie alleine hätte. Dazu drehe ich das Ganze um und multipliziere gleichzeitig mit C, was dazu führt, dass ich hier U da mal C stehen habe, mal Sin Omega T. Und jetzt Zeit, um abzuleiten. Dann machen wir das einfach mal. Q von T abgeleitet ist I von T. So, dann habe ich hier mein U Dach. Das bleibt, das C bleibt. Dann kommt hier ein Omega raus, weil das ist die innere mal die äußere Ableitung. Und die äußere ist Cosinus Omega T. Damit habe ich die ganze Sache abgeleitet. Jetzt muss man allerdings noch wissen, dass dieser Ausdruck hier nichts anderes als I Dach ist. Und mit diesem Wissen kann ich das Ganze jetzt im Prinzip noch ein bisschen verschönern. Und zwar mache ich etwas ganz Ungewöhnliches. Ich hätte nämlich gerne, hoppla, hier den Sinus stehen. Und das Ganze habe ich schon vorbereitet. Simsalabim.
Der Cosinus ist nichts anderes als der Sinus plus Pi halbe. Man sieht an der Formel sehr schön, die natürlich jetzt auch hier oben mit der Zeichnung übereinstimmt, dass der Strom dem der Spannung um Pi halbe vorauseilt. Also genau um diesen Faktor hier ist beides phasenverschoben. Das Ganze kann man nochmal festhalten in dieser Formel hier. Der Widerstand eines Kondensators ist 1 durch Omega mal C. Jetzt ist die Frage, wie kommt man da drauf? Der Widerstand ist ja U durch I. Und wenn ich für I den Ausdruck hier einsetze, kann ich entsprechend das U wegkürzen und dann bleibt hier genau dieser Ausdruck übrig. Und hier hinten habe ich dann die Phasenverschiebung drin, die mir sagt, dass die angelegte Spannung und der Strom halt nicht in Phase sind, dass der Strom der angelegten Spannung um Pi halbe vorauseilt.